Heute in CT Uplink haben wir einen Gaming-PC in der Cloud angemietet und wir schauen uns mal, wie gut man darauf spielen kann. Wir testen Tastaturen und zwar so richtig teure, also die, die hoffentlich ein bisschen besser sind als so die 20-Euro-Dinger, die man so im 7 Euro. 7 Euro, ja. Die man so im Handel bekommt. Und wir waren auch einkaufen im Netz und haben SD-Karten und USB-Sticks gekauft. Da stehen unheimlich große Speichergrößen drauf, aber in Wirklichkeit ist viel weniger drin. Energie. CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben eine neue CT hier, die uns hier entgegenlacht und haben uns drei Themen für die heutige Sendung ausgesucht, die wir heute besprechen wollen aus der aktuellen CT. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir dabei sind in der Sendung heute Christoph Findeck, Julius Beinecke, Jan-Kino Janssen. Ja, Kino, wir fangen mal mit dir an. Du hast Computerspiele in der Cloud gespielt? Ah, das ist nicht ganz richtig. Ich hab auch Computerspiele in der Cloud gespielt, aber das ist ja eigentlich ein ganz normaler Windows 10-Rechner. Okay, dann erklär mir doch mal, was du gemacht hast. Also, ich habe tatsächlich auf Heise Online eine Meldung gelesen über den Anbieter Shadow, der französische Anbieter Blade heißen die, die einen Hochleistungs-Gaming-PC in der Cloud vermieten. Und ich kannte bisher so Client-Server-Anwendungen bisher nur als ja, Teamviewer und VNC und so, wo ich mich dann irgendwie auf meinen Büro-PC eingeloggt habe. Und auf Deutsch gesagt war das Bild halt immer total scheiße. Also es waren dann irgendwie nur wenig Farben und es hat alles geleckt und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, auf diesen PCs zu arbeiten. Aber erstmal ist da natürlich viel Zeit vergangen, aber da haben diese Leute von Shadow auch viel Energie drauf verwendet, dass das wirklich richtig gut aussieht und dass das richtig Spaß macht. Und ich war dann letztendlich total positiv überrascht. Also man kriegt wirklich einen Windows 10 PC. Wenn man sich das erste Mal einloggt, dann lacht er einem so entgegen wie ein Komplett-PC mit Windows drauf. Also dann fragt Cortana, soll ich Sprachsteuerung aktivieren und so weiter. Als wenn du einen PC zum ersten Mal anmachst und dann kannst du deinen Steam installieren und dein, was weiß ich, Photoshop. Und dann ist das da in der Cloud und fertig. Also sprich, du könntest jetzt auch irgendwie ein ganz altes Notebook da stehen haben. Mhm. Du loggst dich da ein, dann wird quasi Fullscreen gemacht, wie wenn ich wenn ich eine virtuelle Maschine starte oder wie ich, also ich sehe dann quasi, ich bin dann dort auf dem Rechner eigentlich. Wir können das gleich mal zeigen. Ich habe der Mac, der hier auf dem Tisch steht, der ist da gerade schon. Okay, drin. Das ist eigentlich Mac und dann bist du aber auf irgendeiner Windows 10 Maschine irgendwo in, was war Frankreich? Franzosen? Also es ist eine französische Firma und die haben da auch ein Rechenzentrum, aber mir wurde gesagt, dass der Rechner, den ich benutze, steht in Amsterdam. Okay. Allerdings ist komischerweise die YouTube-Empfehlungen sind trotzdem französisch und wenn ich irgendwie so gucke, wo meine IP ist, dann wird mir die auch in Frankreich angezeigt. Das sei aber ein Bug, haben die mir erzählt. Also ist auch egal, ob das Ding jetzt ein... Aber es ist halt auf jeden Fall. Das ist nicht der Rechner, auf dem du hier Ding bist, nee. Sondern in Wirklichkeit bist du am anderen, aber von der Schwupptizität, sagen wir in der CT, von diesem Gefühl kommt es dir fast so vor, als wäre das nicht so versetzt. Also das merkst, also ich habe auch langjährige Gamer einfach da dran gesetzt. Also da habe ich zum Beispiel einen Mac Mini benutzt von 2014 war das und habe da Far Cry 5 in vollen Details gehabt und habe ihn nur gefragt, hier spiel mal, was fällt dir auf? Und dann hat er halt nur so gesagt, läuft gut. Das läuft auf dem Mac Mini. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass es ein Cloud-PC ist und er hat es nicht gemerkt. Wenn man den Test macht, dass man Leuten sagt, hier, das ist übrigens in der Cloud, dann sagen die Leute, ja, ein bisschen merke ich das. Und dann haben wir die Probe aus Exempel gemacht und hier so eine Apparatur zusammengebastelt, die zwei Mäuse gleichzeitig auslöst. Vielleicht können wir das mal in die Detailkamera halten. Die ist mehr so, ja, doch, gut. Doch, sehr gut. Ja, ist genau richtig. Ist gut. Das ist einfach eine Platine mit einer kleinen LED. Das ist hier ein aufgeflextes oder ein aufgedrücktes Relais. Und wenn man hier diese Taste drückt, dann kann man hoffentlich sehen, wie hier der, wie heißt so ein Relais?
Das Relais schaltet. Das Relais, sieht man das Schalten? Weil das Problem ist ja, wenn ich einfach zwei Mäuse nehme oder wenn ich eine Maus nehme und mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filme, wie ich die Maustaste betätige, dann sehe ich vielleicht, wie mein Finger so ein bisschen runtergeht, aber ich kann in dem Video nicht genau erkennen, wann der Schaltzeitpunkt ist. Und deswegen haben wir dieses Ding gebaut. Es kann also zwei linke Maustasten gleichzeitig betätigen und man sieht auch sofort, wenn das, man sieht halt in dem Hochgeschwindigkeitsvideo, wenn das Relais schaltet. Und da haben wir die Latenzen gemessen und dann war ich sowieso erstmal erstaunt, dass ein normales Notebook mit Windows 10 50, 60 Millisekunden Latenz sowieso schon hat, also sozusagen Offline-Latenz. Und das durch diesen Shadow Cloud oder durch die Cloud da nur 10 bis 20 nur dazukommen, Millisekunden. Und das finde ich eigentlich relativ wenig. Flott. Das ist echt interessant, weil ich, das ist bestimmt schon ein Jahr her, ich habe auch mal von ungefähr einem Jahr mal, ging das so ein bisschen im Netz rum, man könnte auch Amazon Cloud sozusagen sich einen High-End-Server, eine Maschine mieten und darauf spielen und hätte. Und ich habe es ausprobiert und fand das eigentlich eine total witzige Idee. War auch ein bisschen umständlich. Ja. Aber da war halt ziemlich schnell die Erfahrung, das ersetzt jetzt nicht den Gaming-PC. Aber so wie du es geschildert hast, vielleicht können wir uns ja auch mal angucken. Ja, wir können das mal anschauen. Klingt das schon so, als könnte man das ja tatsächlich als Alternative nehmen, wenn man sagt, man hat jetzt nicht die Kohle für einen teuren Gaming-PC. Schaltet doch mal um auf den Rechner, Johannes, genau. Hier sehen wir halt den macOS-Desktop, ne, hier oben. Und das ist hier mein Windows-Fenster und das mache ich jetzt mal auf Vollbild. Und dann habe ich hier tatsächlich ein ganz normales Windows laufen. Also mit. Und ihr seht, der Mauszeiger bewegt, also seht ihr natürlich nicht, das kommt ja natürlich auf mein Gefühl an, aber ihr könnt hier ganz normal mit diesem Ding rumfummeln und hier läuft Far Cry 5, läuft hier schon im Hintergrund und ich werde da, glaube ich, gerade beschossen und ihr könnt aber sehen... Mach's vielleicht nicht zu gewalttätig, sonst dürfen wir das wieder... Nee, ich schieß einfach mal nicht. Genau. Sondern ich man muss es, man kann ja auch einfach laufen. Mal rum. Ja. Ich kann ja mal hier diese Figuren zeigen, dass ihr mir glaubt, dass das wirklich auf Ultra, oder kann man ja auch hier einfach mal zeigen, dass das auf Ultra Details eingestellt ist. Hier Ultra, Ultra, Ultra. Ach, guck mal. Das geht nur auf High. Okay, also das ist jedenfalls alles auf den höchsten Werten, die man machen kann. Und das läuft sehr, sehr gut. Ihr seht ja, dass das eigentlich nicht ruckelt, wenn ich hier jetzt natürlich nicht nur auf die Latenz ankommt, sondern die Frage ist natürlich auch, ist deine Anbindung auch gut genug? Aber wir können ja noch mal einmal... Wir haben... wir haben diese Hochgeschwindigkeitsvideos, die bringen ja vielleicht auch noch nicht so viel. Aber da kann man halt wirklich genau sehen, wenn man die Taste drückt, dass dann, wir haben zwei identische Rechner nebeneinander getan, dass es bei dem einen halt ein bisschen länger dauert. Naja, gut. Kann man sich das irgendwo, habt ihr das auf bei uns im Channel mit drin? Oder veröffentlichst du es noch? Ich will das gerne nochmal, man muss da wahrscheinlich ein bisschen Sachen dazu erklären. Das muss ich mir nochmal mit Johannes überlegen, ob man diese Videos verwenden kann. Jetzt hat er den Ton angeschaltet. Alles klar, aber okay, also wir glauben das jetzt mal, du hast getestet, das steht wahrscheinlich auch in der CT, wie das genau aussah. Achso, Videoschnitt geht übrigens auch, das können wir nochmal, das will ich nochmal einmal kurz zeigen, weil das auch so cool ist. Können wir nochmal auf meinen Rechner hier gehen, Johannes? Da ist er und hier läuft jetzt gerade DaVinci Resolve und wie man hier sehen kann, kann ich hier wirklich problemlos schnell durch die Timeline scrubben und mir das hier angucken. Und vor allem dann vielleicht auch konvertieren und dann ist das was viel Rechenleistung. Das ist ja vor allem der Vorteil gegenüber so einem Video-Online-Streaming-Dienst, der halt nur, Gaming-Streaming-Dienst, der halt nur Spiele kann. Es gibt viele Dienste, kann man halt flexibel benutzen. Genau, wie PlayStation Now, die bestimmte Spiele anbieten und ich sehe gar nicht, auf was für einer Plattform das läuft, sondern mir wird einfach nur das Spiel entgegengestreamt und auf dem Ding kann ich halt machen, was ich will. Ich habe 256 GB SSD-Platz, ich habe, das Ding ist fett angebunden, das ist auch total geil, das hängt also an so einer Gigabit-Leitung. Da kannst du dann dein 40 GB Spiel in wenigen Minuten oder so runterladen. Also das ist wirklich richtig cool. Aber es kostet halt auch mehr als so ein Game-Streaming-Dienst, ne? Ich will jetzt erstmal nur die positiven Sachen. Ach so, okay. Nein, also die negativen Sachen, das hast du gerade schon angedeutet, ist einmal das Netz, aber zum Preis einmal... Wobei, du hast doch gesagt, das Netz ist bei denen ja gut angebunden.
Ja, das ist, ja genau, deren, also das, dieser Server oder dieser Cloud-Rechner steht ja bei denen im Rechenzentrum und das Rechenzentrum ist toll angebunden, aber ich, um das richtig schön mir auf dem Bildschirm zu zaubern, muss mein Rechner auch schön angebunden sein. Okay. Das heißt, ich brauche, das ist jetzt, das ist nämlich ein bisschen kompliziert. Also ich brauche unseren Erfahrungen nach, wenn man richtig gute Bildqualität haben will, braucht man 50 Mbit, weil man ja auch nicht puffern kann und so Sachen. Das heißt, ich brauche stabile 50 Mbit und bei mir zu Hause, da habe ich eine Vodafone-Kabelverbindung, kriege ich das nur zur Nicht-Prime-Time. Das heißt, ab abends kann ich meinen PC nicht mehr benutzen. Und das ist halt richtig nervig. Kannst du gar nicht mehr benutzen oder es macht keinen Spaß mehr? Nee, ich kann es nicht mehr benutzen, weil zum Teil hast du da Latenzen von 3 Sekunden drin. Man kann auch hier, wir können noch mal, kannst du noch mal auf diesen, auf den... Ist ja doch noch nicht so ausgereift, Keno. Man hat hier so ein, ja, das ist halt das Ding. Man hat hier auch so ein Control-Panel und da kann man sich hier so eine Statistik einblenden lassen. Mache ich jetzt gerade mal. Und hier kann man halt die Latenz sehen, wird auch mit 15 Millisekunden angezeigt, 16, das stimmt wohl. Und hier der Paketverlust. Mhm. Hier unten. Und wenn der Paketverlust ansteigt, dann kannst du das System nicht mehr benutzen. Na klar. Weil der dann halt wirklich richtig Probleme hat mit den Latenzen. Und man kann mit der Bitrate runtergehen, aber dann, wir können, achso, das können wir mal testweise machen. Ich gehe mal auf 5 Mbit runter und ja, das, interessanterweise kann man das hier jetzt noch gar nicht sehen. Aber Resolve noch laufen. Das, genau, jetzt hat man es gerade schon gesehen, wie bröckelig das Bild dann wird. Also wahrscheinlich im Standbild kann man's geht das natürlich, aber sobald man irgendwas macht... Ja, hier geht es interessanterweise auch noch mit 5 Mbit. Aber beim Spiel kannst du vergessen. Also es bröckelt total zusammen. Aber nicht mal da funktioniert das mit meiner Kabelleitung. Okay. Wobei sowas wie, wenn der irgendwie ein Video rendert oder so, dann ist es ja egal. Dann kann das ja auch im Hintergrund laufen. Ja, aber wenn du 5 Sekunden Latenz hast und du klickst mit der Maus irgendwo ja, hin, ja, und dann, also du wirst komplett wahnsinnig dann. Okay, aber also trotzdem finde ich es sehr beeindruckend, wenn du... wenn die Voraussetzungen gut sind, dass du dann, also das, vor allem, dass du hier Leute, die gerne Computer spielen, auch davor setzt und die nicht merken, dass da, dass du auf in der Cloud spielst. Das klingt ja schon nach so einem... Also wenn ich ihnen zwei Rechner dann werden sie merken. Aber wenn ich einfach nur sage, hier, würdest du das spielen wollen, fällt dir irgendwas auf, dann sagen die nicht, nee, das hat ja Latenz, das merken. Also ich hab mich ja auch davor gesetzt und ich hätte da jetzt auch eine Stunde dran spielen können und nicht die ganze Zeit gedacht, naja, richtig toll ist es nicht, sondern... Nee, wenn du das gar nicht gewusst hättest, dann hättest du gedacht, das läuft da drauf. Also das wäre dir nicht aufgefallen. Das finde ich schon sehr spannend. Und also jetzt, der andere Schritt wäre jetzt zu sagen, okay, super, brauche ich kein Gaming-PC mehr, dann mache ich das. Dann ist natürlich noch die Frage, was kostet es? Mhm. Meine Vorstellung wäre, ich brauche vielleicht nicht immer ein Gaming-PC, vielleicht nur, wir machen eine LAN-Party, ich bringe mein Mac Mini mit, alle gucken mich komisch an, oder mein Raspi. Wobei, Raspi bin ich gespannt. Raspi ist kein gutes Beispiel, weil es gibt nur einen Ubuntu-Client und den haben wir hier, den haben auch die Linux-Freaks hier nicht zum Laufen gekriegt, der läuft nicht. Ne, aber es gibt einen Android-Client. Bring meinen ganz alten Rechner mit, alle sagen, und dann habe ich nachher die beste Power, wobei der... Genau, kannst du auch dein Handy benutzen. LAN-Party und dann Cloud-PC ist wieder, glaube ich, dann wieder ein bisschen blöd. Aber also grundsätzlich, genau, und jetzt ist die Frage, zu der ich eigentlich kommen will, was kostet es? Ja, gib mir doch mal bitte das Heft. Einer dieser roten Zettel im Heft markiert deinen Artikel. Ich möchte da keine falschen, weil die haben nämlich so weit hinten. So eine Staffelung, die ein bisschen kompliziert ist. Wenn man sich nämlich für einen Monat bindet, wenn man sich für ein Jahr bindet, dann kostet das 29,95 pro Monat. Oh, ja, wenn man sich 3 Monate bindet, 34,95. Und wenn man gar keine Laufzeit haben will, dann kostet das 44,95. Im Monat. Im Monat. Und das heißt aber ja, dass jemand, es gibt ja so Leute, die sind jetzt, die spielen eigentlich nicht, aber sind von mir aus, keine Ahnung, Far Cry-Fans, weil wir das gerade gespielt haben. Und immer wenn das neue Far Cry rauskommt, kommt ja nehmen die sich eine Woche Urlaub und wollen das zocken und zahlen dann letztendlich, ja gut, zahlen halt Far Cry 5, weiß ich nicht, wie teuer das ist, und zahlen halt ihre 45 Euro für das Ding, aber dann ist halt gut, dann mussten sie sich keinen PC anschaffen.
Oder halt auch, wenn du irgendwie ein großes Videoschnittprojekt hast, naja, oder sonst was. Auch wenn du denkst, so ein Gaming-Notebook kostet ja ganz schön Aufpreis und veraltet relativ schnell. Du kannst ja bei den Notebooks die Grafikkarte auch nicht aufrüsten. Und wenn du das da mal gegenrechnest mit 300 Euro im Jahr oder 360 oder was wir da sind, das kann durchaus interessant sein. Also, vor allem, weil die ja versprechen, immer aktuelle Hardware einzubauen. Ja, du kündigst es halt, wenn es blöd ist. Also gut, musst du mit dem Jahresvertrag natürlich ein bisschen aufpassen, ob du dann... wie das und das ist spannend für Mackies auch. Ne? Ich meine, wie viele Spiele gibt es nicht für Mac? Und dann hast du halt nur dein puppeliges MacBook vielleicht stehen, also puppelig im Sinne von Grafikpower, weil du damit jeden Tag schreibst oder arbeitest und dann machst du halt... Windows-Lizenz ist aber drin in dem Preis. Also da ist eine echte Windows-Lizenz drin. Man hat, wie war das nochmal? Man hat 12 GB RAM. Die Grafikkarte, die sagen, das entspricht einer GTX 1080. Unsere Benchmarks waren, also er schafft mit Far Cry 5 Ultra-Einstellung, schafft er bei Full HD 61 Frames, eine echte 1080 115, aber bei den anderen Benchmarks in 4K und so, da kam das Ding schon nahe dran an die 1080. Ich würde aber eher sagen, das ist so das Niveau von der 1070. Möglicherweise kann er auch einfach nicht mehr als 60 übertragen, ne? Haben wir das schon mal überlegt? Doch, das unterstützt er. Er unterstützt tatsächlich auch die 144 Hertz und der kann auch 4K. Mhm. 4K mit 144 haben wir nicht ausprobiert, aber das unterstützt er auf jeden Fall. Ah ja, interessant. Gibt es denn auch so Tagespässe oder so? Das finde ich ja nochmal interessant. So, ne? Man möchte irgendwas mal ein Spiel ausprobieren. Ja, genau. Testen. Also ich habe jetzt, weil ich da auch total neu drin bin in dem Thema, habe ich mich jetzt erstmal nur mit Blade Shadow beschäftigt. Es gibt aber noch andere Anbieter wie Liquid Sky oder so und Paperspace, Parsec, das ist, so heißt das, die bieten Stundenpreise an. Die kosten dann irgendwie 55 US-Cent pro Stunde oder so. Ja. Ich glaube aber, also das haben jedenfalls meine Vorrecherchen ergeben, dass es keinen anderen Dienst gibt, wo man wirklich so einen schnellen Rechner kriegt. Okay. Die anderen sind alle so ein bisschen lahmer. Müssen wir vielleicht einfach nochmal angucken. Ich bleib da dran. Weil Achim lädt zur LAN-Party und dann wird mal geguckt, jeder auf einem anderen. Ja, mit der LAN-Party bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das Cloud-Party. Cloud-Party, wir gehen auf die Cloud-Party. Aber wie gesagt, cool ist, das kannst du halt auch, es gibt einen Android-Client, das kannst du auch auf dem Handy machen. Und das ist meiner Meinung nach heutzutage das größte Problem, dass du das de facto mit dem WLAN nicht benutzen kannst. Du brauchst also eine verkabelte... Ja. Also ich habe jetzt gerade hier im Studio, ging das ganz gut mit dem 5 GHz WLAN. Oben bei uns in den Redaktionsräumen und bei mir zu Hause habe ich es nicht einmal so hingekriegt, dass es vernünftig lief. Es gab immer totale Ruckler. Und also 50 Mbit ist ja auch schon eine Hausnummer. Wir haben in den Artikel geschrieben, ab 30 Mbit macht es Spaß. Ja. Also du kannst auf 30 Mbit runtergehen, aber beim WLAN waren da eher die Latenzen eher das Problem. Aber ist ja auch klar, wenn du irgendwie mit die Auflösung mit so einer Framerate da irgendwie durchs Netz schickst, weil das ist halt... Ja, du brauchst halt vor allem stabil, ne? Ja. Also das, weil du ja nicht puffern kannst. Ruckler, bei Netflix hast du deine, ich weiß nicht, 10, 20 Sekunden Puffer. Die lassen erstmal was reinlaufen und dann... Das heißt, es ist völlig egal, aber da muss es ja Echtzeit sein. Das heißt, du siehst jede Lastspitze im Netz oder jedes Problem. Mit 5G wird das dann mit den Mobilnetzen der nächsten. Also das wird tatsächlich interessant, glaube ich. Weil ja, da geht es ja um Latenzen auch, ne? Klar. Glaubt ihr denn, das ist so... Also ich habe da mal der Uni auch schon mal drüber was geschrieben und mir das so überlegt, dass das vielleicht dann die Zukunft ist, weil auch der 16-jährige Junge oder Mädel, die halt auch gern zockt und vielleicht auch nicht das Geld bekommt, um sich einen großen Rechner zu kaufen oder ich meine das oder jeder andere auch, ne? Das ist ja eine super coole Sache und für die Firmen ist auch super interessant. Die haben damit gleich das Problem, also die Spieleindustrie hat damit auch gleich das Problem von Kopierschutz und so gelöst, wenn es dann vielleicht Spiele nur noch so gibt. Ist das vielleicht kannst du auch Spiele machen, die auf echten Computern gar nicht mehr laufen. Ja, genau, du kannst ja sozusagen irgendwelche krassen Server bauen, wo bestimmte Spiele drauf laufen. Das meint ihr, das alles könnte möglich. Die Zukunft sein? Also ich glaube, dass dieser Paradigmenwechsel fängt jetzt langsam an. Es gibt ja Kollegen, die sagen, ja, das gab es ja schon vor 10 Jahren, hat sich nicht durchgesetzt. Clients, ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt wirklich, ich merke das halt an mir, dass ich Spaß dran habe, das zu verwenden und ich benutze das Ding auch fast jeden Tag inzwischen, da mein Test-Account und mache da diverses Zeug drauf, wenn mein Rechner gerade nicht schnell genug ist. Also ich glaube, dass das dick einschlagen kann, dass das günstiger wird. Mit 5G geht es natürlich richtig los und das wird natürlich auch ein Problem, dass wir
immer weniger an die echte Hardware rankommen. Dass wir also sozusagen immer nur so Appliances in die Hand bekommen, so wie Apple das ja auch gerne macht, und man letztendlich gar nicht, man sieht den Computer gar nicht mehr und kann da auch nicht mehr frickeln. Ich hatte es total erinnert, also fast back to the basics, ja, mit einem Terminal auf einen Supercomputer irgendwie zuzugreifen und sich da Zeit reinzumieten oder zu bekommen, von der Uni zugewiesen. Mhm. So ein bisschen ist das ja fast. Naja, gut, aber ich meine, wir sind ja alle an Cloud-Apps wie Google Docs und sowas gewöhnt. Ich meine, das ist ja nur, das geht halt immer weiter. Ja. Und die, das erschließt jetzt, sich so langsam, ne? Genau, immer neue Bereiche. Es ist halt unwahrscheinlich bandbreitenhungrig und zeigt halt, ist eine der Anwendungen, wo man sagt, naja, wenn man sein Land halt nicht verkabelt, wie in Deutschland, dann wird es halt schwer, solche Sachen zu vermarkten. Richtig. Und dann funktioniert es halt nur in Ballungsräumen. Es gibt eine Menge Anwendungen, aber das erschlägt ja erstmal auch nicht alles. Ne? Das ist natürlich auch erstmal eine Sache, die noch viel Wachstumspotenzial hat, je nach Anwendungsbereichen. Ne? Stimmt, also in ländlichen Gebieten, wo die Leute sich freuen, dass sie vielleicht 16 Mbit DSL haben, da brauchst du damit gar nicht anfangen. Also Klar. Wie gesagt, 30 Mbit ist das Minimum und da gibt es genug Gegenden, also soweit ich weiß, in Deutschland, die gar keine 30 Mbit haben. Mhm. Bei weitem nicht, oder, Christoph? Ich kann dir das nicht aus dem Kopf sagen. Also ich weiß es auch nicht, aber ich denke, da gibt es sicher einige. Na klar. Gentrifizierung durch Cloud Gaming. Ja, also das, man fragt sich immer, wofür braucht man denn diese Bandbreiten, aber jetzt wissen wir es, ne? Spannend, und ich würde sagen, unser Appell an euch, probiert das mal aus, erzählt uns mal, wie eure Erfahrungen sind, weil, also wir haben so das Gefühl, da passiert gerade was Spannendes, also vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht oder setzt euch am Wochenende mal ran, guckt euch das an und erzählt uns, wie ihr das so empfunden habt. Also ich kann nur sagen, hier in der Arbeit, wir haben echt, wir sind super angebunden, aber ich saß bei Kino vom Rechner und mir ist schon so ein bisschen die Kinnlade runtergegangen, wie gut das ging. Und hier im Artikel stehen auch noch die ganzen Benchmarks drin. Ne? Also wieder ein Grund, auch das Heft zu kaufen. Das ist guter Lesestoff. Ja, und fürs Gaming, damit man das richtig gut spielen kann, braucht man nicht nur kurze Latenz, sondern auch eine besonders tolle Tastatur. Häufig jedenfalls. Damit man richtig toll klicken und tippen und alles kann. Und da hast du dir, Julius, dir mal genau die angeguckt, also quasi mal wirklich so, ich weiß nicht, ab 80 Euro, ab 100 Euro. Ich glaube, die günstigste, die wir hatten, fing so ab 80 Euro an. Und die Idee war sozusagen, hey, Tastatur benutzt man eigentlich jeden Tag ständig, wir sowieso, aber auch die meisten ist ja immer noch so mit, wenn man zumindest am Desktop-Rechner oder am Notebook sitzt, das Input-Device, und da spart man oft, denkt sich, kaufe ich irgendwas, aber es lohnt sich da ein bisschen mehr auszugeben. Mhm. Ja, völlig richtig. Ich habe bis vor kurzem bei mir oben auch immer noch im Büro auf so einer Logitech K120, so eine, die kommt so im Set, wenn man sich so einen Rechner kauft, gibt es die mal wohl dazu, so im Set. Und hat mir die ganze Zeit gereicht und jetzt habe ich diesen Test gemacht und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf meine Billigtastatur, weil es definitiv Geileres gibt. Darf ich mal hier gerade diese Kabellage ein wenig beiseite räumen, ohne irgendwas umzuschmeißen? Nee, das ist schon. Irgendwas hast du? Ah, so. Genau, und ich habe mir einfach mal 15 verschiedene Tastaturen angesehen von durchaus auch namhaften Herstellern. Es gibt eine riesige Fülle natürlich und habe es deshalb mal grob in Gaming-Tastaturen, die fürs Spielen natürlich besonders geeignet sein sollen, Tastaturen für unser Redakteur 1, auf denen man gut und viel schreiben kann. Und dann noch welche, die sich besonders an Leute richten, die auf Ergonomie Wert legen. Also wir kennen es alle, dass man irgendwann dann mal ein bisschen verkrampft vielleicht vorm PC sitzt, wenn man ewig zu lange geschrieben hat. Und je nachdem, ob man vielleicht schon irgendwelche anderen Beschwerden hat oder so, dass man dann teilweise einfach nicht so gut auf den Standardbrettern tippen kann. Da gibt es dann auch, wie zum Beispiel hier in der Mitte, dieses wunderbar zweigeteilte Ding, Lösungen, mit denen man tatsächlich ein bisschen was ganz anders machen kann. Und hab da einfach mal ein bisschen stichprobenartig rumgetestet und gibt's schon sehr feine Teile. Was ist denn der Unterschied zu der, also wenn du jetzt sagst, du hast so eine Logitech für 20, 30 Euro, warum, also lohnt sich das jetzt so ein bisschen mehr Geld auszugeben? Also sind die, also ergonomisch vielleicht, aber also schreibt man damit auch schneller oder kann man damit mehr machen? Kommt immer ganz aufs Modell drauf an. Auf jeden Fall, also ich schreibe auf jeden Fall darauf besser und ich glaube, das gilt auch ganz generell.
auf wirklich billigen Tasten mit billigen Schaltern darunter schreibt es sich nicht so schön und teilweise auch nicht so schnell wie auf besseren, die hier jetzt teilweise verbaut sind. Auch wenn sie teilweise sehr laut sind, wie hier zum Beispiel bei der Razer Huntsman Elite, die natürlich, oder was heißt natürlich, das ist eine High-End-Gaming-Tastatur, ungefähr so das teuerste, was man im Moment so da auf dem, in dem Bereich kriegt. Die hat schon sehr, sehr feine Schalter, leider sehr laut. Vielleicht erklärst du auch einmal ganz kurz Schalter. Also ja. Was ist der Schalter? Das ist so ein bisschen mit das Entscheidende. Genau, der Schalter ist das, was unter den Tasten sitzt und was letztendlich für die für das Erkennen der Eingabe verantwortlich ist. Und der Schalter ist für das verantwortlich, was man meistens so als Schreibgefühl, Tippgefühl, was man darunter versteht, weil die kommen in diversen Ausführungen daher, können sehr weich oder sehr fest sein, können sehr laut, sehr leise sein. Keno, genau, Keno hat hier eine Logitech, eine flache Tastatur vor sich stehen. Die hat Scherenmechanik unter den Schaltern, nicht diese klassischen, nenne ich es mal, die man von Sherry zum Beispiel kennt. Diese Scheren, die sind quasi auch wie in den Notebooks, das kennt man. Die sind genau. Ganz flach, haben auch einen relativ richtig. Flachen Druck. Die sind trotzdem natürlich mechanisch, da ist eine Scherenmechanik drin. Trotzdem nennt man üblicherweise diese hohen Schalter mechanische Schalter und das dann halt Scheren oder Rubber Dome oder Membrantasten. Mechanisch sind sie trotzdem, aber um die Unterscheidung machen zu können. Und die diese Schalter haben schon sehr starken Einfluss darauf, wie sich Tasten unter den Fingern anfühlen, wie sie sich anhören und wie die Vorgänge innen drin sozusagen funktionieren. Da gibt es ja auch irgendwie MX und braune MX. Und genau, grüne das und sind so die klassischen, die Sherry-Schaltertypen, die meistens durch Farben bezeichnet sind. Das gängigste sind Sherry MX Red Schalter, rote Sherry-Schalter. Die sind linear, das heißt, wenn man da drauf drückt. Hier ist, glaube ich, so, ne? Oder? Ne? Nee, die ist taktil. Da ist so ein kleiner Klick drin. Da merkt man nicht den Punkt, an dem die Eingabe ausgelöst wird. Da merkt man normalerweise immer erst, wenn der Schalter unten, also wenn man durchgedrückt hat und unten ankommt. Da macht es dann Klack. Und hier bevor man genau, und hier ist dieser, zum Beispiel dieser Klick drin. Die nennen sich Clicky. Das sind bei Sherry die blauen Schalter. Die spürt man. Also ich unter meinem Finger spüre hier, wenn die Eingabe passiert. Und aber man hört es auch sehr laut, was dann teilweise, also ich habe, bei mir ist gerade ein Kollege aus meinem Büro ausgezogen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es daran lag, dass ich eine Zeit lang diese Tastatur hatte. Aber die ist doch noch schlimmer, oder? Das ist die klassische IBM Model M, die wahrscheinlich die meisten noch kennen, genau. Die war im Original IBM-PC, wurde die mitgeliefert. Richtig. Ne, glaube ich. In dem, wie ist das Ding, 5150 oder so? Egal. Glaube. Da fehlt übrigens nicht das Kabel. Kleine Anekdote, das Ding habe ich auf Bluetooth umgerüstet. Das heißt, mit dem da könntest du jetzt auch an deinem Smartphone schreiben, wenn du wolltest. Wie heißt die nochmal? Irgendwas mit 20, ne? Diese Model Tastatur? M. Model M eigentlich nur. Ah, Model M, ja, stimmt. IBM Model M und dann gab es halt verschiedene Tastenlayouts, je nach Gegend sozusagen. Die gilt ja immer noch so als das, genau, das ist die Tastatur überhaupt. Ja. Und man merkt schwer. Auch, finde ich, diesen, ne, du hast jetzt gesagt, so diese Vielschreiber-Tastaturen, genau. Ne? Die orientieren sich oft daran oder, also, oder die werden dann oft damit verglichen. Mhm. Aber letztendlich, du willst nicht mit jemandem im Büro sitzen. Nee. Dieses Ding. Aber, und das ist jetzt das Spannende, genau, diese Tasten bei Cherry, also das sind immer die bekanntesten Schalter, aber andere haben da auch, gibt es dann auch zum Teil welche, die trotzdem hart auslösen, aber trotzdem leise sind. Ne? Also da gibt es dann verschiedene Schalter, wo man ein bisschen gucken kann, sind die laut, sind die leise, was du gesagt hast, taktil oder nicht. Und dann kann man selber so ein bisschen ausprobieren. Also ich glaube, ich finde es total super. Du hast ja zusammen mit Michael Link auch geschrieben, einem Kollegen. Und der hat auch einen Artikel mit betreut und geschrieben, wo sie mal die ganzen Schalter auch genau erklärt haben. Also das würde ich eh empfehlen. Du hast den Test gemacht. Genau. Davor gibt es einfach nochmal, wird nochmal ganz genau erklärt, wie funktioniert eigentlich so eine Tastatur, was sind da so die verschiedenen Schalter. Und meine Erfahrung war auch immer, man muss eigentlich mal drei, vier ausprobieren und selber so ein Gefühl bekommen. Ich zum Beispiel habe eine mit blauen Schaltern, die auch klickt und mein Kollege erträgt das auch. Und ich finde aber, das ist halt Geschmackssache. Ich bilde mir ein, ich tippe darauf besser, weil ich auch was höre. Aber vielleicht ist es auch Quatsch. Es ist wahrscheinlich, also es ist generell erstmal Geschmackssache, gerade auch der Unterschied bei Scherenschaltern und normalen mechanischen Schaltern, da scheiden sich ja auch die Geister. Ich finde das überhaupt nicht angenehm, auf diesen
kurzhubigen Dingern zu tippen. Andere finden das total geil. Also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt gedacht, dass ich das voll blöd finde, aber ich finde die fast am angenehmsten. Die ist richtig nett. Das ist zum Beispiel auch die leiseste im ganzen Test. Also das ist, welche ist das jetzt? Das ist die Logitech Craft. Ja. Detailkamera einmal. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal, der Schalter ist zwar das Entscheidende, wie sich das Ding verhalten ist, aber du kannst trotzdem noch ganz viel falsch und richtig bei einer Tastatur machen, unabhängig davon, wie groß die Tasten sind, wie sie angeordnet sind. Das kommt nochmal dazu. Da kann man zum Beispiel zu sagen, dass bei den meisten Scherenschaltern die Tasten ein bisschen größer sind. Oder zumindest die oberen Bereiche, weil die halt nicht hier keilartig zulaufen. Das heißt, bei der hier zum Beispiel, die Tasten selber sind einfach ein bisschen größer, was auch wieder zum Schreibgefühl beitragen kann. Das Tastenraster, also der Abstand, wie man insgesamt überhaupt, wie viel man zum Schreiben hat, ist immer noch der gleiche. Aber das ist dann halt auch wieder so ein Geschmackssachending. Genau, aber auch ansonsten kann man halt sehr viel, es gibt halt so viel Auswahl, dass man, wenn man sich ein bisschen reinhängt oder unseren Test liest, genau das Richtige für sich selber rauspicken kann, auch unabhängig von den Schaltern. Muss man auch dazu sagen, es gibt noch bei relativ vielen Tastaturen, vor allem bei den Gaming-Dingern, die Möglichkeit, ein und dieselbe Tastatur mit verschiedenen Schaltern zu kaufen. Da kann man beim Kauf dann sagen, ich möchte entweder Cherry Rot oder Cherry Blau oder Cherry Braun oder was auch immer. Es gibt natürlich auch Tastaturen von Cherry selber, von der Firma selber. Da ist die Auswahl dann teilweise noch größer. Da kann man noch schwarze Cherry-Schalter nehmen. Die sind besonders hart. Also da braucht man fast richtig Kraft, um die zu drücken. Aber ganz blöde Frage. Bei Spielen ist doch eigentlich 90% dessen, was den, also bei Shootern zum Beispiel, was das Gewinnen ausmacht, passiert doch in der Maus. Also das Gucken, Schießen, ich benutze doch eigentlich nur WASD. Mit der Tastatur, das ist ja irgendwie gar nichts, ist ja eher ein bisschen trivial. Oder so. Ja, bei Shootern mag das vielleicht noch der Fall sein. Es gibt ja aber zum Beispiel diese ganzen MOBA-Geschichten, League of Legends, was weiß ich. Schalte ich die ganze Zeit. Oder Strategietitel, StarCraft ist 2 zum Beispiel, ist ja so ein riesen E-Sport-Titel auch, wo die meisten Profispieler fast gar nichts mehr mit der Maus machen, sondern alles über Tastatur. Und die schaffen halt, genau wie Vielschreiber halt teilweise, was weiß ich, 120 Anschläge pro Minute und machen halt 120 oder noch mehr, ich weiß nicht die genauen Zahlen, pro Minute. Und wenn da dann halt ein Schalter eine halbe Sekunde, eine halbe Millisekunde früher auslöst als bei einer anderen, kann das dann schon mal tatsächlich einen Vorteil verschaffen. Immer vorausgesetzt natürlich, man hat selber schon schnell genug die Finger. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel das Ding hier auch schon mal ein bisschen intensiver getestet. Das ist die Razer. Das ist die Razer. Da ist jetzt noch der neue Clou sozusagen. Die hat optomechanische Schalter. Genauso wie diese hier übrigens, die von das Keyboard. Das heißt, da passiert die Auslöse nicht mehr dadurch, dass da mechanisch irgendein Kontakt erwischt wird, sondern da ist eine Infrarotsperre in jeder Taste, die gebrochen wird, sobald man den Schalter drückt. Und dadurch, warum besser? Weil dadurch ein kleines bisschen frühere Auslöse möglich ist. Weil es immer wieder haargenau der gleiche Punkt ist und es verhindert Verschleiß. Da muss keine Mechanik mehr aneinander reiben. Und ich habe hiermit mal einfach so einen, in mehreren Durchlaufen, so einen Schnellschreibertest im Netz, kann man ja einfach so gucken, wie schnell man schreiben kann, das Ding gegen eine nicht-optomechanische gemacht. Und ich hatte ein paar Eingaben pro Sekunde oder Minute mehr tatsächlich als auf einer normalen, auf einer klassischen. Deswegen wurde der Text auch immer länger. Ja, genau. Daran lag es nämlich. Und dann gibt es doch bei den Gaming-Tastaturen, die werben doch immer damit, dass sie keine Ghosting. Genau. Was ist das denn eigentlich? Das kann passieren, wenn man durch die Abtaste darunter, also die Eingaben werden ja abgetastet und halt mit Latenz dann ans Gerät, an den Rechner übertragen. Mhm. Und wenn man sehr, sehr viel Tasten gleichzeitig drückt oder in schneller Reihenfolge, die hier in den ähnlichen Bereichen liegen, gerade bei Shootern oder so, wenn halt hier irgendwie genau die beieinander liegenden Tasten hast, dass das so schnell gehen kann, wenn die dieses Ghosting, Anti-Ghosting nennt sich das dann, nicht haben, dass sie dann denken, oh, er hat auch noch eine andere Taste gedrückt. Und da kann dann natürlich wirklich was schief gehen. Das ist mittlerweile, muss man aber sagen, fast schon ein Standard-Feature. Also das ist ein super wichtiges Feature, gerade beim Spielen. Ist jetzt aber nicht mehr die Big News, nicht mehr so wirklich. Also wie auch die Tasten registriert werden, ne? Da muss man sich einfach überlegen, wie frage ich diese Tasten ab quasi. Ja. Und da hast du, das kennt man auch, wenn man mit einem Raspi oder so irgendwann anfängt, viele
viele Inputs zu haben und dann hast du halt irgendwann, dann fängst du an, Matrizen zu machen, wo du halt dann sagst, Taste 3 auf Linie 4 und so. Genau. Und da kann es aber passieren, wenn du das halt, wenn du dann Sachen gleichzeitig drückst, dass dann auch Sachen gleichzeitig, oder viele Sachen schnell drückst, gleichzeitig ausgelöst werden. Mhm. Das ist übrigens auch sehr gut von, in einem Artikel auch mit erklärt, wie das zustande kommt. Wieso hat die zwei USB-Anschlüsse? Die hat einmal einen USB-Anschluss, damit sie funktioniert, und einmal einen USB-Anschluss, damit sie unglaublich bunt leuchten kann. Ah, ja, das ist ja wichtig. Da gibt es auch so Software, wo man jeden RGB-Wert für jede Taste einstellt. Genau, das ist gerade bei den Gaming-Dingern natürlich, also beleuchtete Tasten grundsätzlich finde ich erstmal total sinnvoll. Ich schreibe auch gerne mal, wenn es nicht ganz so super hell ist, und gerade beim Spielen ist es natürlich hilfreich, wenn die Tasten beleuchtet sind. Mhm. Manchmal treiben sie es dann auch mal ein bisschen auf die Spitze, dass, also bei dem Ding hier, ich weiß nicht, hast du da zwei USB-Slots frei, dann könnte man zwei testen. Hier leuchtet wirklich alles und das sieht dann sehr abgefahren und futuristisch aus, ist, ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich, also da, ne, also da, das gibt es auch manchmal, dass die quasi noch einen USB-Slot haben, um wieder was, um eine Maus anzustehen. Durchgeschleift. Das ist hier aber gar nicht der Grund, sondern hier geht es einfach wirklich darum, noch mehr, noch mehr Licht. Der braucht einfach mehr. Wenn man nur einen anschließt. Ich habe zwei, gib mal her. Dann hier, die beiden sind es. Und das kommt jetzt ins nächste Thema, also wenn wir jetzt. Also ich glaube, das eine Spannende, und deswegen kosten die auch zum Teil so viel, ist tolle Schalter, tolle Ergonomie, massiver, lass sich besser bedienen, oder bei den ergonomischen kann man ein bisschen aufteilen, ein bisschen mehr, kann man aufbocken und so. Ja. Das andere ist aber natürlich, die haben noch vor allem die Gaming-Tastatur nochmal so Sonderfeatures. Ja. Beleuchtung, und die kann ich dann auch programmieren. Dafür brauche ich dann aber eventuell eine Zusatzsoftware. Genau, die meisten Spiele-Tastaturen, also jeder Johannes, Hersteller. Bist du eingeschlafen oder kannst du einmal kurz? Danke. Ah, man sieht aber nicht. Das ist zu hell. Kannst du mal das Licht ausmachen? Ja, nein, ist okay. Hier leuchtet jedenfalls alles furchtbar bunt. Nee, oh, jetzt sieht man ein bisschen was schon. Ja, ja, ein bisschen was grün. Was man nicht sieht, ist, dass auch der komplette Rahmen der Tastatur mit indirekter Beleuchtung auf den Tisch strahlt. Kannst du ja wirklich ausmachen. Gleich sieht es mal dunkel. Ja. Ja, beziehungsweise, nee, die Tastatur ist ja hell genug. Ah, Wahnsinn. Wo waren wir? Software. Jeder Hersteller, größere Hersteller, bringt eigentlich eine eigene Software mit. Bei Razer ist es Razer Synapse. Bei Logitech ist es ja auch egal. Was also auch immer. Genau, die meisten bringen ihre eigene Software irgendwie mit. Wo man dann einerseits die Beleuchtung ganz toll verändern kann. Bei Spieletastaturen kann es aber auch sinnvoll sein, man kann halt die ganzen Tasten einzeln belegen, man kann Makros definieren, was bei einigen Spielen tatsächlich sinnvoll sein kann, solche Geschichten. Na, funktioniert da was? Ja, ja, da funktioniert sogar was. Also ich kann jetzt sogar meinen Shadow-PC über die Cloud mit der vollbeleuchteten Razer-Tastatur Technik, was wir damit mal alles machen können. Ja. Makros belegen. Makros belegen, Beleuchtung, teilweise dann auch, wenn man mehrere Produkte von der gleichen Firma zum Beispiel benutzt, da dann auch irgendwelche Zusammenspielgeschichten einstellen, dass Maus und Tastatur immer in der gleichen Farbe leuchten. Und das gibt es aber alles nur für Windows, ne? Meistens, oder? Nee, wir benutzen jetzt ja gerade Apple. Nein, ich meine die Makros und diese Software zum Leuchten einstellen. Das kommt ganz auf den Hersteller drauf an. Okay. Die Hauptzielgruppe sind Windowsler. Windows Gaming, ja. Je nachdem, was man da dann genau hat. Es gibt zum Beispiel tatsächlich auch welche, die keine Software benutzen, wo man alles auf der Tastatur selber macht. Ah, ja. Lioncast zum Beispiel ist ein deutscher Gaming-Peripheriehersteller, da passiert alles auf der Tastatur und auch die Makros. Das heißt, da macht man tatsächlich, drückt man eine Taste, drückt die Makro-Taste und dann tippt man ein, was genau alles passieren soll und speichert es dann ab. Das funktioniert meist auch unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Aber ich lese in deiner Tabelle durchaus auch ein paar Mal macOS und Linux. Ja, ja, also generell funktionieren tun die Tastaturen für die klassischen Eingaben an den meisten Betriebssystemen. Je nachdem, zum Beispiel hier die Logitech Craft von Keno, die bei Keno steht, ist Bluetooth-fähig. Die kannst du dann halt auch an dein Tablet hängen oder was auch immer. Nur viele Spezialfunktionen. Ja. Zum Beispiel hier die von Das Keyboard, das ist Das Keyboard X50Q. Auch optomechanische Schalter, auch bunt beleuchtet. Und bleischwer. Und bleischwer. Das ist, glaube ich, die schwerste Tastatur im ganzen Test. Die funktioniert unter Windows schon einwandfrei. Quasi. Unter Mac und Linux noch nicht, weil da die Software noch in der Beta ist. Bei dem Ding ist es aber tatsächlich auch so, die Software ist da ein bisschen aufwendiger. Da geht es nämlich nicht nur darum, Licht oder nicht und in welchen Farben und so, sondern die ist quasi smart.
Das heißt, da kannst du mit so Cloud-Diensten wie If This Then That, IFTTT, kannst du die da dranhängen, sodass das Ding dann zum Beispiel blinkt, wenn du eine neue E-Mail gekriegt hast. Oder wenn du auf Twitter eine Nachricht gekriegt hast. Oder du kannst einstellen hier, wenn Sturmwarnung ist, ja. Kannst blink bitte meine Tastatur. Das ist alles in Donner. Ist auch die Frage, wie sinnvoll das ist. Mein hier Kollege Wirtgen sagte auch, ja, das will ich doch nicht auf meiner Tastatur haben. Das soll mir dann meine Apple Watch bitte sagen oder meine Smartwatch. Ist auch da wieder, je nachdem, worauf man Bock hat. Aber ist natürlich schon irgendwie was, also finde ich schon trotzdem eine Spielerei, aber ja. Irgendwie irgendwas Cooles, Besonderes, wo man, das weiß ich nicht, ist schon ein Hingucker dann auch, ne? Wenn der Wasserkocher oder so am Ende vielleicht irgendwann. Das alles irgendwann smart vernetzt hast. Waschmaschine, wenn du dann so das dritte Mal die Firmware geupdatet hast von deiner Tastatur und so, weil wieder was nicht geht, möchtest du vielleicht doch mal eine dann haben, die einfach. Machst du Steuerung alt entfernen und die Waschmaschine springt an, genau. Weil irgendwas falsch das vernetzt ist. Da sind wir auch gerade genau beim Thema, weil ich habe auch unter Twitter gefragt, ob es noch Fragen zu High-End-Tastaturen gibt. Und ein Herr namens Martin Holland, kennt vielleicht der eine oder andere. Der wieder. Unser Kollege Martin, der hat sich nämlich auch gerade eine teure Tastatur gekauft. Ja. Und meinte aber so, naja, bisher, also auch eine Gaming-Tastatur bisher, ja, die leuchtet eigentlich schön, Klicki aber bunti. Kann ich damit eigentlich auch irgendwas machen? Also mehr als irgendwie, die ist halt grün und mal blau. Ich bin also auf jeden Fall schon total hypnotisiert von ihm. Wie so eine das ist wahrscheinlich der Trick, wie die das machen. Ja. So. Ist dann letztlich auch billiger als dein Cloud-PC. Mhm. Wenn dir das schon reicht als Game, dann bist du natürlich auch schon wenig interaktiv. Leider. Er schreibt, so, seine LEDs wechseln jetzt einfach immer die Farbe, aber da muss doch noch mehr. Also kann man damit dann auch noch irgendwie... Je nachdem, bei welcher Firma man wieder landet, kann man zum Beispiel gerade... kann man auf einen Gaming-Modus umschalten beispielsweise und dann sind nur die Tasten beleuchtet, die man fürs Spiel braucht zum Beispiel. Oder die Tasten sind so beleuchtet, dass du, keine Ahnung, irgendwelche Modi aktiv und deaktivierst, dass dann die Tasten die Farbe wechseln, wenn du jetzt gerade dieses und jenes gerade... Wenn du im Schleichmodus bist, dann ist dann grün ist alles, und wenn du wieder nochmal drauf drückst, wird es rot genau, oder sowas. So. Okay. Und dann gibt es eben noch so neue Entwicklungen wie jetzt hier bei das Keyboard, dass du diese Features benutzen kannst, um Benachrichtigungen irgendwie dir da drauf zu legen. Das sind alles so Sachen, die funktionieren. Muss ich, und da gibt's dann wahrscheinlich Templates für Spiele oder wie kriegt die Tastatur mit, wie sie da dann leuchten muss? Da gerade viele Gaming-Peripheriehersteller direkt mit den Spieleentwicklern zusammenarbeiten, gibt es schon bei vielen, gerade bei Razer und bei Logitech zum Beispiel, hat man da schon eine ellenlange Liste an Spielen, wo man Templates auswählen kann, also vorgefertigte Tasten und Leuchtbelegungen, die dann meist auch atmosphärisch zum Spiel passen können und so weiter. Ja. Man kann aber natürlich auch komplett selber rangehen und in Razer Synapse, das ist eine ziemlich umfangreiche, sehr komplexe und auch ein bisschen zu komplexe teilweise Software ist, kann sich das alles komplett selber zusammenbasteln. Welche Taste soll jetzt welche Aktion auslösen, wenn ich in welchem Spiel bin? Und erkennt das dann auch alles eigenständig. Ich meine, es klingt immer ein bisschen bescheuert, aber ich erinnere mich so, mein Bruder hat auch früher Warcraft so in der Liga gespielt und die haben sich damals noch bei den Tastaturen die Tasten ausgehebelt, die sie nicht brauchen, damit sie nicht irgendwie, damit sie immer gleich da sind, wo sie sein müssen. Ja, und so. Das gibt's auch, dass man, wie gesagt, Tasten, das bei denen hier geht es, glaube ich, nicht. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich habe aber noch eine, also nicht das Aushebe. Das Aushebe meine ich nicht, sondern bei der Lioncast LK30 kann man Tasten komplett ausschalten einfach. Dann sind die deaktiviert. Die sind deaktiviert, die leuchten nicht mehr und dann kannst du dir komplett händisch einstellen, welche Tasten du jetzt für dieses Spiel aktiviert haben möchtest, damit du nicht aus Versehen irgendwelche anderen erwischt. Mal einmal drücken ein, zweimal drücken wieder aus. Ich habe jetzt gerade da eine Taste gedrückt hier oben und das Ding hat jetzt tatsächlich iTunes gestartet. Das ist das nicht schrecklich? ist das nicht schrecklich? Ich habe noch die Frage hier von Hadeur. Gibt es inzwischen mechanische, aber flache Halbpol-Tastaturen? Also wahrscheinlich ne, so normale Cherry-Schalter mäßig, aber so nur so leicht hoch wie bei so einem Notebook? Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, natürlich sind auch die Scheren-Schalter mechanisch. Gibt's da aber nicht so. Gibt es aber auch keine unterschiedlichen bei den Scheren, irgendwie, dass es da Clicky oder irgendwas gibt? Nee, da ist es üblicherweise ein bisschen eingeschränkter. Trotzdem, je nachdem, wie die Tastaturen dann aufgebaut sind, klingen die trotzdem noch unterschiedlich. Also diese Logitech Craft zum Beispiel ist tatsächlich sehr, sehr leise. Wir hatten auch noch eine von Lenovo mit im Test, die auch Scherenmechanik hat. Die
wenn man darauf getippt hat, klang das die ganze Zeit, als wenn jemand schmatzt, weil die Scherenmechanik darunter so am Klickern war, dass das die ganze Zeit so. Oh ja, das kenne ich auch, das ist fürchterlich. Ja. So ein Schmatzgeräusch machte, ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie Geschmackssache, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Aber bei diesen. Das war ja der große Skandal bei Apple, dass diese Scherentasten empfindlich gewesen sind. Dass, wenn da ein Staubkorn drin ist, dass. Bei den neuen Macs, ne? Genau. MacBooks. Dass sie sofort tot waren, oder? Ja. Da, also, das ist, kann man das verallgemeinern bei Scheren-Tastaturen, dass die sehr staub- und drecksempfindlich sind? Oder ist das jetzt nur spezifisch bei diesen. Verallgemeinern würde ich das, glaube ich, nicht wollen. Es ist natürlich Tatsache, dass man gerade, weil man hier viel leichter, also bei den mechanischen Schaltern, bei den klassischen, viel leichter an die Mechanik auch rankommt, dass man da dann, also man kann hier den kompletten Schalter einfach abrupfen und wenn er dann irgendwo direkt drunter ist, dann kannst du es halt soweit sauber machen. Das kannst du bei den Scherentasten üblicherweise nicht. Kollege Link hat es bei der Lenovo-Tastatur einmal gemacht, hat die mal aufgehebelt. Die sind aber nicht dafür gemacht, also das sollte man eigentlich nicht. Auch bei mir hat das auch mal eine Notebook-Tastatur von sich aus gemacht, dass die Taste gedacht hat, verziehen sich dann irgendwann auch mal von alleine. Geht dann aber mal Notebook-Tasten weg. Sind Tastaturen, ist ja nochmal ein ganz separates Thema. Ja, das führt dann ein bisschen. Das stimmt. Aber die Mechanik ist halt eine ähnliche. So. Eine letzte Frage hier noch von Clumitree, die ich auch ganz spannend finde. Meine Erfahrung mit High-End-Tastaturen, umso teurer die Tastatur, umso schlechter komme ich damit zurecht. Ist es auch so deine Erfahrung, dass eigentlich bei diesen teuren Tastaturen dann irgendwann so viele Funktionen drin sind und sonst was, dass man eigentlich fast ein Handbuch wieder für die Tastatur braucht, was ja eigentlich genau nicht sein soll? Oder gab es da auch Positivbeispiele? Also man kann natürlich sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr viel Clicky-bunty Features mit abgefahrener Software und Zusatzschaltern und was weiß ich, so wie zum Beispiel bei der Razer hier ausgeben. Klar, wenn man das nicht braucht, dann sollte man sich dann lohnt sich so eine teure Tastatur nicht wirklich. Es gibt aber natürlich auch Tastaturen, wo ein relativ hoher Preis dann schlichtweg durch die Robustheit, durch die Haltbarkeit, durch tatsächlich auch praktische Features. Zum Beispiel, ich finde so einen durchgeschleiften USB-Slot an der Tastatur mindestens einen großartig, weil ich habe immer irgendeinen, keine Ahnung, einen Bluetooth-Empfänger oder einen USB-Stick, den ich mal kurz an meinen Rechner hängen will und ich habe bei mir jetzt zum Beispiel keinen USB-Hub irgendwie auf dem Tisch stehen, dann will ich nicht immer unter meinen Schreibtisch klettern. Ist aber nur USB 2, was sie durchschleifen, oder? Gibt es auch welche mit USB 3? Die ersten schleifen auch schon USB 3 durch, aber Standard ist USB 2. Aber halt einfach mal um so eine Die nächste Tastatur mit dem anderen Verhalten auch noch dahinter zu stecken. Ja, genau. das ist zum Beispiel so ein Feature, finde ich total praktisch. Aber man kann viel Geld auch austun für einfach nur um den heißesten Scheiß zu haben. Ich weiß, keine Ahnung. Gilt wahrscheinlich für ungefähr alle Technik, dass man unglaublich viel Geld für unglaublich viele Sachen ausgeben kann, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Okay, aber nichtsdestotrotz, das kann hier passieren, deswegen vielleicht sich gut überlegen, ob man jetzt wirklich die 200€ Razer braucht, aber sowas wie, du hattest ja gesagt, die Lioncast oder so, die so ein bisschen einfacher ist, aber halt auch gute Schalter oder so mitbringt, dann sind wir schon eher bei 100, 130€. Ja. Also es lohnt sich wirklich und ich kann das, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe inzwischen zu Hause und auf der Arbeit so eine 100€ Tastatur mit ordentlichen Schaltern. Klar, ich schreibe auch viel, wir sind ja alles Journalisten, aber also mir macht es dann auch mehr Spaß, am Rechner zu arbeiten und ich habe auch das Gefühl, es geht besser. Ich bin da agnostisch, mir ist das ziemlich egal. Das ist ja der Grund, weswegen wahrscheinlich man dann Es gibt welche, die ich gar nicht mag, aber. Ja. Aber dann auch an die gewöhnt man sich, finde ich. Ja. Auch wenn man jetzt so laut klackern würde, das würde mich schon nerven. Ja. Also ich würde es euch ans Herz legen, probiert es mal aus. Wie ihr von Julius gehört habt, ihr schreibt vielleicht bis zu 30% schneller, dann könnt ihr mehr Artikel abgeben, für nach Hause gehen. Da reden wir nochmal drüber. Übrigens, wie viele Artikel schreibt und die beste Tastatur hat, da können wir mal gucken. Da müsste man mal Statistiken auswerten. Da gibt es einen Zusammenhang, den ich ganz anders sehe. Wo Christoph gerade sagte, wenn es dir zu laut ist, das würde dich schon nerven. Wir haben die ganzen Tastaturen auch mit ins Soundlabor genommen und da mal vor einem Mikrofon Standardtext abgetippt und die ganzen Sounddateien liegen auch
online bei uns zum Downloaden und Anhören bereit. Wow. Also das, wie gesagt, im Idealfall, wenn man sich eine neue Tastatur kauft und wenn man wirklich ein bisschen picky ist, gehst du in den Laden und probierst sie mindestens einmal aus. Oder wenn du sie dir bestellst, dann schickst du sie halt vielleicht wieder zurück. Aber im Idealfall sollte man es einfach mal ausprobiert haben. Aber wenn es zum Beispiel um so Sachen gibt, wenn man sagt, ich möchte eine haben, die leise ist und deren Sound ich mag, da reicht es vielleicht auch schon, sich mal bei uns da die 15 Tastaturen anzuhören, plus eine, nämlich die IBM Model M, habe ich auch mit reingenommen. Und da mit mal Bluetooth klingt die ja ganz anders. Ja, das ist, der ist einfach, mit Kabel also, ist einfach wärmer, das ist, der Sound. Der ist wärmer, ja. Ich wollte auch ganz kurz sagen, manche dieser Tastaturen kriegt man ja auch so gar nicht so leicht im Laden. Also manchmal kannst du die ja auch gar nicht im Laden ausprobieren. Das ist richtig. Kommt da auch noch dazu. Okay, super. Ja, ich würde es euch allen nochmal ins Herz legen. Vielleicht schreibt uns auch nochmal in die Kommentare, ob ihr besondere Tastaturen habt und die drauf schwört. Und dann erzählt uns gerne auch welche. Gebt uns eure Tipps. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist das Ding, mit dem ihr ganz viel zu tun habt den ganzen Tag. Da lohnt es sich echt nochmal ein bisschen Geld auszugeben, finde ich. Ich habe übrigens eine Microsoft Comfort Curve. Also du hast quasi eine ergonomische. Ja, diese leicht, nicht die ganz krass gebogene, sondern die so ein bisschen gebogen ist. Aber das ist ja auch schon eine bisschen teure, besondere Tastatur. Die kostet, glaube ich, 25 Euro oder so. Ach nee, dann ist die, habe ich Quatsch erzählt. Ja. Früher war das noch nicht so üblich, 100 Euro für eine Tastatur zu bezahlen. Früher war alles wo man hat man 300 Mark oder 400 für die IBM bezahlt. Ja? Ja, die waren satanisch teuer ursprünglich, klar. Ach, wofür man inzwischen keine 300 Euro mehr bezahlt, sind Terabyte USB-Stick und Terabyte SD-Karten. Die kriegt man, nämlich schon für 10, 15 Euro, zum Beispiel auf Wish.com. Auf Wish.com. Und sagt, oh, super, ein Terabyte. Klasse. Erklärt doch mal einmal erstmal, was Wish ist. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Christoph, ich bin ja so ein bisschen ein Social-Media-Anfänger. Und mach noch gar nicht so lange so Facebook-Zeugs und so. Und ich habe erst gar nicht verstanden, was Wish.com eigentlich ist. Das ist nämlich eine Shopping-App, die auf Facebook, auf der Facebook-Plattform läuft. Und die gibt es natürlich auch als Mobile-App. Und was das Tolle daran war, ich habe, wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, 12 Stunden lang und immer im Web rumgurkt, dann übersieht man ja Werbung schon automatisch. Also ich brauche eigentlich keinen Adblocker mehr. Ich nehme Werbung gar nicht mehr wahr. Ja. Weil ich ja weiß, ich weiß ungefähr, wie die Seiten aussehen. Und irgendwann fiel mir auf, da ist ja eine komische Werbung bei Facebook. Und was ich toll fand, und deswegen, ich habe mich köstlich amüsiert während des ganzen Tests, dass der Facebook-Algorithmus wirklich so super funktioniert, weil wenn jemand Bescheid weiß über gefälschte Flash-Speichermedien, da gibt es ja nicht so viele Leute, die sich damit beschäftigen, dann ist bestimmt die CT-Redaktion und speziell ich habe ja nun mehrere Artikel schon darüber geschrieben und genau mir hat Wish.com ans Herz gelegt, mal einen 2 Terabyte USB-Stick bei ihnen einzukaufen. Das wäre doch eine super Idee. Weil, Hintergrund, du hast schon ein paar Artikel immer mal wieder bei Amazon oder so auf diese Fälschung. Vor allem AliExpress, also aus dem chinesischen Händler. Ja. Und jetzt kriege ich die Werbung von Wish.com hier, toll, 2 Terabyte für nur 7 Euro. Wish.com, einmal als Erklärung, das ist halt ein ich habe doch gesagt, eine Shopping-App. Ja, eine Shopping-App, aber der Unique Selling Point ist, dass es halt ultra billig ist, ne? Ja, natürlich. Und da komme ich jetzt drauf. Okay, also, sorry. Der Witz ist, die werben immer damit, hast du ein bisschen Zeit, das habe ich immer gar nicht verstanden. Mhm. Und der Trick ist, jetzt können wir mal hier auf die zweite Kamera gehen, Johannes. Nee, auf die Detailkamera. Die 6, die 7. Genau. Nee, keine Ahnung. Also hier sieht man jetzt, dann kriegst du, wenn du da bestellst, Wish.com ist nämlich, genau wie der Amazon Marketplace, Marktplatz und nicht wie Amazon, ist nur eine Shopping-Plattform, das ist kein Händler. Mhm. Das heißt, du schließt da einen Kaufvertrag mit einem Händler, der in China sitzt. Und wenn du dir dann so einen USB-Stick gekauft hast, dann kommt hier so ein Tütchen, was ich gerade hochgehalten habe hier. Das ist also... das kann man jetzt nicht sehen. Also hier kriegt man nicht heraus, wer eigentlich der Absender ist, sofern man kein Chinesisch kann. Und da ist auch nichts drin gewesen zum Teil, außer wirklich nur das Produkt. Und natürlich ist es auch, wie oft üblich, falsch deklariert. Es steht ein geringerer Warenwert drauf, dass es nämlich wunderschön durch den Zoll geht. Hat auch bei uns gut geklappt. Also es kam alles in der entsprechenden Zeit an. Und wir haben natürlich ein bisschen ausgesucht, welche Produkte wir bestellen. Natürlich immer die teuersten, die mit der größten Kapazität zum niedrigsten Preis. Also von diesen angeblichen 1 Gigabyte Speicherkarten, oh, ich sehe gerade, die hat schon einen Riss hier, da sollen gleich 2 Stück 15 Euro kosten, also 1 Terabyte sollen die haben. Und ja, und der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte ist, jemand, der diesen Markt ein bisschen beobachtet, was ja meine Aufgabe ist, und Lutzens,
dem ist sofort klar, dass es gefälscht sein muss, weil eine 1 Terabyte Micro-SD-Karte, die gibt es bisher überhaupt nicht. Die größten, die es jetzt geben soll, sind 512 Gigabyte, wobei groß natürlich toll gesagt ist. Also die Dinger haben ja so einen Quadratzentimeter Fläche, also sie sind immer gleich groß. Und deswegen ist das auch so leicht zu enttarnen, wenn man das weiß, weil es passen schlichtweg gar nicht von der aktuellen Chip-Generation so viele Chips hinein, dass man 1 Terabyte einbauen könnte. Es gibt nur ganz wenige Hersteller, die da überhaupt eben bisher ein 0,5 Terabyte da reinkriegen. Finde ich auch sehr charmant, wie dass die Extreme Pro heißt, genau. Diese SD-Karte, die so diese SanDisk, auch dieses ganz weiß genau. Rot ganz genau. Und so. Das ist, hier steht dann zwar ganz winzig Kim's Not drauf. Ja? Wo steht das? Hier ganz, oh, hier ja. Ganz oben winzig klein, aber Kim's es ist halt, Not. Es sieht halt aus wie es soll halt nach SanDisk aussehen. Mhm. Und es gibt noch viel mehr, also das haben wir in der CT auch ein bisschen erklärt, wie kriegt man das eigentlich raus? Genau, die wollte ich gerade auch mal zeigen. Das also ist ja auch geil, dass auf der Speicherkarte genau. PNY draufsteht, ja, aber auf der Verpackung. Zu. Hier auf der Verpackung, das kann man jetzt nicht sehen, steht nicht High Speed, sondern Hich Speed. Hich Speed und Hich Performance. Also die sind so krass schlecht gefälscht. Und Johannes, du kannst jetzt mal den ersten Einblender machen von der PNY-Karte. Die ist hier vom genau. Die oh, heißt PNY Pro Elite, soll das heißen. Es steht aber Pro Alte drauf. Ja, also in der Eile des Fälschungsgeschäfts. Ja, oder vielleicht, meinst du das vielleicht mit Absicht? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass sich die Leute große Gedanken um Markenschutz machen. Wobei, Fun Fact, ne, sowas, wenn man da dreimal drüber liest und natürlich. Das andere Wort im Kopf hat, merkt man auch nicht. Also natürlich. Der Kollege Urs Mansmann hat letztens, was war es? Ich glaube DSL irgendwas DLS geschrieben und es hat keiner gemerkt, ich was mit einem Wort war. Ich habe jahrelang den AMD Opetron, der Opteron heißt, immer wieder reingetippt in jedem Text. Das ist klar, genau. Kann ich verstehen. Also vielleicht ist es ja sogar mit Absicht. Ich würde den Fälschern trotzdem raten, ein bisschen mehr Sorgfalt walten zu lassen. Ich wollte noch mal sagen, warum das überhaupt so ein Problem ist. Man könnte ja sagen, ja gut, dann sind die Karten halt gefälscht, da habe ich 7 € bezahlt. Ich wollte noch mal kurz erklären, wie es funktioniert. Kannst du den zweiten Einblender noch mal machen? Das ist der zweite. Also hier sieht man die Rückseite von dieser einen Karte und da steht eine ganz normale Produktbezeichnung drauf. Das heißt, sie werden eingekauft, diese Kärtchen. Und in dieser Produktbezeichnung, das war halt der Brüller, steht 31. an einer Stelle 32G. Und deswegen hat es uns auch nicht gewundert, dass es bei 29,1 Gigabyte die ersten Schreibfehler auftraten, weil das ist halt eine 32-Gigabyte-Karte, bei der die Firmware des Controllers gefälscht wird. Die sagt dem Betriebssystem dann, ich habe 1 Terabyte oder 2, also was du willst eigentlich. Das heißt, du steckst sie nicht ein und sagst, oh, bin betrogen worden, sondern erstmal steht da auch 1 Terabyte. Ja. Eben 1, oder in diesem Fall 976 Gigabyte oder sowas. Und das Betriebssystem denkt auch, es könne die schreiben. Das Betriebssystem schreibt auch tatsächlich 976 Gigabyte da drauf. Und stottert. Nee, da passiert nichts. Ach so. Die Daten sind einfach weg, die du zuletzt geschrieben hast. Und deswegen sind die Dinger auch so gefährlich, weil wenn man die in seine Kamera steckt, sind alle Fotos hinter 29 Gigabyte eben weg. Und auch, man kann auch seine Musiksammlung super drauf kopieren, halt nur die ersten Titel anhören. Dabei, es ist noch nicht mal klar, dass es unbedingt die ersten sind. Also diese Fälschungen funktionieren unterschiedlich. Aber die beschreiben eben immer wieder dieselben Blöcke und zum Teil überschreiben sie auch wieder von Anfang an. Das haben wir uns jetzt hier im Detail gar nicht mehr angeguckt. Hier ist nur klar, die waren alle gefälscht oder sowieso gleich ab Werk defekt. Also ich habe natürlich extra große rausgesucht. Und ich habe aber auch dann mal diese Kim's Not, also diese Pseudo-SanDisk, die hat 256 Gigabyte. Das gibt es sehr wohl. Ja, das kriegt man zurzeit so ab, das waren glaube ich 128 Gigabyte für 24 €. Also die würde wahrscheinlich sowas zwischen 25 und 50 € normalerweise kosten. Und hier kriegst du sie halt für 15 beispielsweise. Und das ist besonders gefährlich, weil auch diese Karte enthält viel weniger Flash-Speicher. Da kann man das aber nicht so einfach rauskriegen. Es gibt halt Indizien. Also wenn einer versucht, schon das Aussehen einer anderen Marke zu imitieren, dann spricht da schon vieles dafür, dass das nicht ganz sauber ist, weil eigentlich versuchen alle Marken doch ihr eigenes Design irgendwie zu etablieren. Und prüfen kann man es eben mit dem H2-Test-W, also mit dieser Windows-Software von unserem Ex-Kollegen Harald Bögerholz. Damit schreibt man die einmal voll und das kann leider sehr lange dauern. H2-Test-W. H2-Test-W ist im Heise-Download immer noch oft die Nummer 1, dann manchmal die Nummer 2. Ja, international anerkannte Software. International anerkannte Software, genau. Und da merkt man das. Also man kann zum Beispiel erst sagen, bitte teste doch mal die ersten 60 Gigabyte. Das dauert dann vielleicht nur so 2-3 Stunden. Und dann merkt man meistens schon, dann färbt sich das Fenster da rot.
Und dann weiß man schon, oha, und dann kann man es vielleicht nochmal volllaufen lassen, also ganz durchlaufen lassen oder nochmal an einem anderen Rechner. Also man kann da ziemlich sicher sein, dass man eine Fälschung erwischt hat. Für alle die von euch, die ein CT-Abo haben, die können einfach reingucken. Auf Seite 64 hast du nämlich nochmal einen Zweiseiter gemacht, ja, um zu erklären, wie man das testet. Für alle anderen, geht jetzt zum Kiosk oder online auf in den Heise-Shop und kauft euch das Heft einfach. Dann könnt ihr auch nachgucken. So. Ja. Okay. Ich würde dazu gerne nochmal, mir fällt da, ich war ja in Shenzhen und war da in dem größten, wohl dem größten Elektronikmarkt der Welt. Und da sind mir auch die ganze Zeit diese Dinger untergekommen. Mhm. Und was ich so krass fand, ist, dass das eigentlich alles sehr nett und transparent ablief. Man konnte auch sagen, hier, es funktioniert nicht gut, dann wurde einem das umgetauscht. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Es gibt überhaupt keine SD-Karten mit einem Terabyte. Und dann haben die gesagt, nee, probier doch aus. Und dann hatte ich wirklich mein Notebook dabei. Ja. Und dann habe ich das reingesteckt und dann wollten sie mir die, und dann haben die gesagt, hier guck, da steht doch ein Terabyte, ja, und wollte ich sie schon wieder weg, wollten sie die schon schnell wieder rausnehmen und dann habe ich H2TestW angefangen, ja, und dann haben sie, no. Ah ja, aber nein, die sind auch immer gut bewertet, also da kannst du auch sicher sein, dass die Karten, also da stehen immer super Bewertungen, hier ist auch dieser wunderbare Screenshot, den ich gemacht habe, also 100% Real Capacity, mhm, das steht auch extra drauf, ja. Ich habe auch heute Morgen, das wäre das dritte Bild, Joey, da habe ich nochmal einen Screenshot gemacht von der Seite. Also ist schwer zu erkennen, aber das ist mein Login bei Wish.com. Also ich kriege die Sachen auch heute noch alle angeboten. Die Firma ist auch nicht zu erreichen, also nur über support@wish.com. Ich habe dann gesagt, wir sind von der Presse und wie sie denn sicherstellen, dass da keine Fälschungen gehandelt werden. Also man muss nochmal sagen, Wish.com sieht sich ja nicht als Händler, mhm, mit den Pflichten eines Händlers, sondern als Plattform, die Deals zustande bringt. Und an die Händler kommst du aber gar nicht dran, weil man halt kein Chinesisch kann und die heißen auf der Webseite auch oft anders als auf dem Aufkleber. Und diese Päckchen, die kommen auch aus einem Zentrallager oft von Wish. Ja, aber das ist aber nicht ein Hersteller, sondern das, nein, das ist sind irgendwie hunderte, eine Epidemie. Hunderte, ja, und das, klar, Lustige ist tatsächlich, dass in dieser chinesischen Riesenmall, da haben wir irgendwie so eine Multimedia-Box gekauft, um, mhm, irgendwie Fernsehen zu gucken und Videos zu gucken. Die hat nicht funktioniert, haben sie sofort zurückgetaucht, ja, das war hier haben auch uns so erklärt, ja, wie das alles funktioniert. Und dann frage ich mich, warum bei dieser Sache, das ist wirklich das Einzige, wo da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein ist. Also es gibt einen Knopf direkt im Reklamationsding, also auf der Wish.com-Webseite über die Mail konnte ich nicht reklamieren. Die haben mich dann wieder zurückverwiesen auf die, also der Service hat funktioniert, ja, sogar deutschsprachig. Mhm. Die haben mich zurückverwiesen auf den Chat. Im Chat gibt es dann, wollen Sie das Produkt reklamieren? Und da gibt es auch einen extra Knopf, ein bisschen weiter unten, aber Fälschung. Mhm. Ja, den drückst du dann und dann wurde es anstandslos erstmal storniert. Allerdings auch die Abrechnung, das steht im Heft, das führt jetzt zu weit, ist auch eine lustige Geschichte. Das geht über einen Dienstleister in Schweden. Und also, mhm, das ist alles total irre, weltweit vernetzt sozusagen. Und wie gesagt, Wish.com, es ist sowieso schwer, juristisch dran zu kommen, aber es ist eben... Die sagen halt, das ist nicht unser Problem. Jetzt könntest du, jetzt noch als Letztes, jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist halt ein Problem, das ist halt so eine Plattform und gut ist. Würdest du aber trotzdem sagen, da ist Wish.com macht da was, oder da ist es schwieriger als zum Beispiel bei Amazon oder an anderen Stellen als Kunde, das irgendwie zu sehen oder darauf zu kommen oder, also... Warum ist Wish.com jetzt speziell da besonders? Nein, es ist einfach eine neue Masche. Bei AliExpress weiß man direkt, man ist in China unterwegs. Okay. Da ist ja auch vieles auf Englisch. Es gibt aber immer mehr Shops, die eben auch ein deutsches Frontend sozusagen, ja, haben, wo man direkt in China einkauft. Das muss man einfach nur wissen. Und wer weiß, was er da kauft, also wer technisch zum Beispiel versiert ist und sowas und Produkte kriegt, die er in Deutschland gar nicht kriegt, der mag damit zufrieden sein. Ja, aber man muss sich immer klar machen, also hier, wie gesagt, diese Zollabwicklung ist nicht in Ordnung. Das kann sein, dass man dann auch zum Zoll fahren muss oder es vernichten, ja, lassen muss. Man weiß nicht, ob man dann das Geld zurückkriegt. Und auf den Versandkosten bleibt man ziemlich oft sitzen. Also auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat gesagt, es häufen sich Beschwerden über Wish.com, weil die Leute das nicht verstehen, dieses Geschäftsmodell. Ja. Und das ist ja auch durchaus mit Absicht ein bisschen nicht verschleiert, aber es wird auch nicht klar, also man lebt auch ein bisschen davon, dass die Leute das vielleicht nicht sofort erkennen. Ich finde es schwer einzuschätzen. Es ist halt, ich weiß auch nicht, in wie vielen Ländern die sonst noch
operieren. Okay. Es ist nur für deutsche Käufer wichtig, man muss mittlerweile bei Internetshops wirklich ganz genau hingucken, mit wem wird der Vertrag eigentlich, also mit wem habe ich es da zu tun. Das kann man nur ganz allgemein sagen. Denn hier, also das, dieser Kauf ist eben nicht nach europäischem Recht sozusagen abgewickelt. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, seid vorsichtig beim Einkaufen, gerade so einen Reality-Check mal machen auch, wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Also gerade bei den Sachen, da gibt es ja einfach, da weiß man, man guckt auf die Seite und weiß, das kann nicht stimmen. Nichtsdestotrotz wird es viele geben, die das machen und deswegen müsst ihr auch euren Bekannten und Freunden sowas sagen, dass die auf sowas nicht reinfallen. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Joey wird schon angerufen und ich entlasse euch ins Wochenende, lest schön CT, erholt euch gut und schreibt uns vor allem, welche Erfahrungen ihr mit Tastaturen gemacht habt, ob ihr mit dem Gaming, Cloud Gaming selber auch schon ein bisschen rumgespielt habt und vielleicht seid ihr auch selber schon mal auf was reingefallen oder habt auch positive Erlebnisse mit Wish.com gehabt. Auch das würden wir gerne von euch lesen und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Bye, my friend. CT Uplink.